Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Naruto Storm 4. Ja, im letzten Part haben wir festgestellt, dass der maskierte Ninja in Wirklichkeit Obito war und dass Kakashi darüber sehr erstaunt war, und wir gehen heute zum Kapitel 2 unvergleichlichen Krieger. Ja, und wie gesagt, mir gefällt diese Storm-Reihe wirklich richtig, richtig gut. Aber ich muss dazu noch sagen, was mir nicht so gefällt, so diese Bilderanimation, dass es extrem viel ist. Und ja, und ich würde doch mal einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal den Kampf 2 unvergleichliche Kriege und werden mal sehen, wie das jetzt weitergeht mit dem Obito. Na, da wird wohl seine Geschichte erzählt. Und wie gesagt, ich hoffe euch, dass dieses Projekt hier euch wirklich gefällt, und ja, irgendwann, keine Angst, wird es auch mal Online-Kämpfe geben, dann werde ich auch mal gegen euch Abonnenten kämpfen, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja, wie gesagt, aber ich würde doch mal gleich mal sagen, lassen wir uns doch mal krachen und fangen mal an. その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで今日からカカシは俺と同じ上忍に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木ノ葉も今や未曽有の戦力不足だからね。ていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ？カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注クナイをあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあ、お前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。喧嘩しない。さて、今回の任務について説明をするよ。まず、土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は、彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。
気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだカカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。So, so, Kakashi kann es kaum erwarten und will die ganzen 40 Doppelgänger vernichten und die ganzen Gegner vernichten. Aber seht ihr da auch, wie ich, eine kleine Ähnlichkeiten mit Kakashi, Sasuke, Naruto und Obito? Ja, es ist schon erstaunlich, wie ähnlich die sich sind. Und wir haben jetzt das erste Mal, wo wir jetzt das hier machen können. Und jetzt hauen wir mal einfach rein. So, zack, zack, zack. Und jetzt gibt's einmal so, da, da, und jetzt Obito. Obito. Warum haben wir kein Obito hier dabei? Achso, der traut sich, ich glaub's gar nicht oder so. Bam, bam. Und jetzt hauen wir ihn einen nieder. Ach ja. Friss das und nochmal und. Was haben wir? Schatten werden immer mehr. Ja, ja, ist gut. Ist gut. So, Sensei, jetzt bist du an der Reihe. Verwende Kakashi Jutsu aufgeladen. Ah, okay. Wenn wir das aufladen, dann macht er mehr. Ah, okay. Okay, gut zu wissen, wenn wir mit Dreieck so. Bam, 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 bam. Und jetzt nochmal. Oh, wir müssen, ich glaube, da wo das rot ist. Oh, ein Baumstamm. Auch nice, aber trifft kein einziges Mal. Jetzt wechseln wir zu unserem Sensei. Und teleportieren ein bisschen rum. Rasengan. Nice, 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 mein Freund. Und jetzt gehen wir. Ich glaube, das sind ja Danzos-Leute. Hansos-Leute meine ich, nicht Danzos. Und jetzt gibt es nur mal Teleportation. Oh. Die. Komm, hilf mir. So, sehr gut. Nein, auf jeden Fall. Solche Dinger, finde ich, hätten wir mehr auch bringen können in Naruto gerne. Weil es so viel Spaß, aber warum greifen die mich so wenig an? Das finde ich ein bisschen schade, Teleportation. Kann man auch mit dem? Ne, das. Ah doch. Wuhu, doppeltes Rasengarn. Nice. Hallo? Habe ich euch erlaubt, dass ihr mich jetzt hier angreifen könnt? So, jetzt zack. Und jetzt mache ich euch beiden Platz. So, super gemacht. So, und jetzt einmal hier. Jetzt mit drin. Ach, Alter. Ihr denkt auch, was für ein Noob der ist. So, jetzt müssen wir besiegen den echten. Okay, dann besiegen wir ihn doch mal. Bäm, jetzt hast du erstmal volle Kanne. Und jetzt übernimmt unser Sensei. So. Was hat denn der jetzt vor? Wuhu! Scheiße. Alter! Was machen diese Hurensöhne? Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Rasengan! So, sehr gut. Rin. Du bist an der Reihe jetzt. Zeig's ihm. Ah, wir haben es geschafft. Ach, Alter, haben wir nur 39 besiegt, aber ich wusste ja nicht genau, dass mit diesen doppelten, dass man mit Dreieckenkreis mehr vernichten kann. Kakashi's Hiro ist auch groß. Ich muss mich hier
大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ、状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ、忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。いやいや、渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ。少年たちは懸命に走っていた。Ja, ja, so ein Kapitel. Aber richtig. Ja, ist fertig. Schade. Mit A haben wir es geschafft. Das ist auch immer so mehr als. Ja. Naja, die Mission-Dinger brauchen wir ein bisschen. Ja. Okay. Auf jeden Fall, Hauptsache wir haben den A-Rang geschafft. Zwar geht's noch ein bisschen besser, aber was soll man dazu sagen? Trotzdem haben wir gut gekämpft, Teil 2. Und im nächsten Part kommt 2 ungleichliche Krieger. Und dieser Part geht 20 Minuten, dann könnt ihr euch drauf freuen. Die größere Flamme sind ja ein Boss, also kommt er als nächstes ein Boss. Aber wie es ja Minato so schön gesagt hat, im Leben ist Teamfähigkeit wirklich richtig wichtig. Und das finde ich richtig schön, also es gefällt mir, also auch mal im Leben, das werdet ihr merken. So Einzelgänger zu sein, so, das bin ich ja auch für mich so. Aber im Leben kommt man nur weiter, wenn man wirklich im Team arbeitet. Und das finde ich schön, dass er das gesagt hat. Zwar geht es da dann um Leben und Tod, das geht hier bei uns in der Regel nicht so. Aber man muss mal denken, so auch mal, wenn ihr arbeiten geht, als wenn jetzt ihr jüngere Zuschauer seid oder auch ältere, wisst ihr es genau. Es zählt heutzutage einfach, dass ihr teamfähig seid und auch im Team arbeiten könnt. Und deswegen versucht mal auch in der Schule, nicht mit eurem besten Freund unbedingt in eine Gruppe zu gehen, sondern ja, macht es auch einfach mal mit jemandem, den ihr vielleicht nicht so leiden könnt. Glaubt mir, meine Erfahrung war so, als ich mit meinem besten Freund in der Schule zusammengearbeitet habe, haben wir nur die Hälfte gekriegt. Und als ich mal zufällig mit einem von meiner Klasse in eine Gruppe kam, wo ich nicht leiden konnte, mit dem hatte ich dann die bessere Note, weil man einfach zu viel schwätzt, wenn man gut befreundet ist. Deswegen überlegt nächstes Mal, mit wem ihr ganz genau in einem Team kommt, und denkt darüber nach, wenn ihr ein bisschen so der Einzelplayer seid oder so. Teamfähigkeit ist echt richtig wichtig. Und mit diesen moralischen Worte verabschiede ich mich jetzt bei euch. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da oder einen Kommentar, was ich noch verbessern könnte. Würde mich sehr freuen, und im nächsten Part sehen wir Nummer 2, 2 ungleichliche Krieger. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich lasst, teilt es gern mit euren Freunden. Haut rein, wünsche euch noch eine restliche schöne Woche. Haut rein und hoffentlich gute Teamarbeit.